Hallo liebe Freunde von Crypto TV. Heute bin ich in Freilassing. Das Berchtesgadener Land steht jetzt auf. Wir haben heute in Freilassing am Rathausplatz von 13 bis 15 Uhr eine Demonstration angesagt. Und wie seht, es sind schon wirklich viele Leute für die kleine Stadt da. Ich bin sehr begeistert und sind wir schon mal neugierig auf die Sprecher heute, okay? Und die werden wir uns daran heute alle Teil für Teil anschauen können. Natürlich wieder volle Komplettversion jetzt auch geben als Video. Und somit danke, dass ihr mit eingeschaltet habt und euch für dieses Thema in dieser harten Zeit auch interessiert. Also dann, ich rede nicht mehr viel lang. Ich weiß auch nicht genau, was mich alles genau erwartet. Lassen wir uns einfach überraschen. Somit viel Spaß in Freilassing heute. In meinem Alter sieht man nicht mehr so weit. Seid ihr alle da, weil hören tue ich nicht gar so viel. Sehr gut. Also, jetzt ist es ein bisschen nach 13 Uhr. Somit eröffne ich offiziell diese Kundgebung. Ich möchte noch einmal bitte darauf hinweisen, dass die Abstände wirklich eingehalten werden. Bitte. Nicht bärchenweise auch nicht, das geht nicht. Es ist leider nicht erlaubt. So. Also noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Also den Ordnern und den Sicherheitskräften bitte schön Folge leisten. Ich möchte mich im Vorhinein schon bei den Sicherheitsbehörden bedanken, dass sie gekommen sind und schauen, dass wir das alles reibungslos umbringen. Dann habe ich noch eine kleine Klarstellung. Wir haben ausgeschrieben, dass der Musikklausi spielt. Dem ist nicht so, das war ein kleiner Irrtum. Ich habe Musikklausi habe ich geschrieben und das ist ein bisschen bei meinen Kollegen ein bisschen falsch umgekommen. Er hat dann verstanden, Musik, Doppelpunkt, macht der Klausi. Aber dem ist nicht so. Er ist dann ein Redner, auf den warten wir dann alle. Und wie gesagt, Musik leider nicht. Ja, genau. Freiwillige Sänger dann vor. Ja. Und als Richtigstellung möchte ich die auch noch ganz vorweg schicken. Das ist keine politische Veranstaltung. Ich möchte da klarstellen, ich selbst und die Vereinigung BGL steht auf, ist weder rechts noch links, noch oben noch unten. Also für alle, die was uns irgendwie immer. Für die, was uns alle immer irgendwie in die rechte Schublade stecken, automatisch, nur weil man halt einmal seine Meinung preisgibt und die, was halt nicht wirklich jedem gefällt. So, ich werde mich kurz halten, weil der beste Redner bin ich nicht, jetzt schon merkt. Und ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für meine wahrscheinlich eigenartige Wortwahl manchmal, aber ich bin halt einmal ein Mensch vom Volk. Steirer, ja genau, sag einmal, man kennt mich. So, also zu meiner Vorstellung, zu meiner Person, mein Name ist Markus Baumgartner, ich habe diese Veranstaltung eingereicht und ich habe mir das natürlich auch genau überlegt, ich habe das nicht aus Jux oder weil man halt langweilig war, gemacht. Ich habe mir das lang genug angeschaut und ich habe mir gedacht, irgendwie, das reicht einfach. Ja. Ich will dazu sagen, ich bin weder ein Corona-Leugner, ja, ich sehe das nur halt ein bisschen anders wie manche andere Maskenfetischisten, sagen wir so. Und ich muss auch sagen, Corona für mich gibt es, ja. Es ist ja, ich streite das nicht ab, das tut eigentlich keiner von unseren Leuten da.
Corona gibt es, Corona ist gefährlich, zweifelsohne, das wissen wir alle. Nur meines Erachtens noch, die Maßnahmen sind halt etwas übertrieben. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mal so eine kleine Veranstaltung mit vielleicht ein paar Gleichgesinnten. Und siehe da, 2, 3, 4, 5 sind doch gekommen. Okay, also. Also, ich habe alle Punkte, was wir angeführt haben, werden wir nur kurz anschneiden. Ich werde mich jetzt auch ganz kurz halten, weil ihr werdet dann ein paar andere Reden auch noch hören und die werden wahrscheinlich, wir werden manches doppelt hören. Und ich habe mir die Reden von den anderen nicht angeschaut, genau. Aber es wird sicherlich einiges zweimal besprochen werden. Also, folgende überzogene Aktionen haben mich veranlasst, diese Kundgebung ins Leben zu rufen. Es geht erstens um Maskenpflicht im öffentlichen Bereich Fußgängerzone. Also, ich habe es damals sehr lustig gefunden, wie ich das eben gehört habe. Ich habe gedacht, irgendwie, ich höre auch nicht richtig, aber bitte, es ist halt einmal ein Erlass gekommen. Ich habe es nicht ganz kapiert, warum dass man in der Fußgängerzone jetzt auf einmal Masken tragen soll. Ihr kennt unsere Freilassinger Fußgängerzone alle persönlich wahrscheinlich. Es war jeder mal schon drinnen und es ist eigentlich nie so voll, dass man halt sagt, man kann nicht 1,5 Meter Abstand halten. Und warum soll ich im Freien Masken tragen? Also ich weiß es nicht, ich kann das nicht nachvollziehen und das ist der erste Grund, wo ich sage einfach, da stimmt irgendwas nicht. Man kann nicht beschließen, man kann sich schützen, aber nicht im Freien. Ich meine, irgendwo ein bisschen komisch und dass ich heute dann sage, ich zwinge da Menschen die Maske auf und dass das dann nicht unbedingt sehr förderlich ist für die Geschäfte drinnen in der Fußgängerzone, das ist natürlich irgendwie auch verständlich, weil wenn ich heute sage, ich muss da auch noch so ein Kotztütchen so aufsetzen, dann freut mich das schon in der Öffentlichkeit, im freien Raum eigentlich gar nicht. Und da gehe ich ja schon gar nicht in die Fußgängerzone rein. Das ist natürlich nicht sehr förderlich. Ne? So, und habt ihr das nächste schon gehört? Ab Montag geht ja wieder die Schule los. Ne? Mit der Verordnung, dass halt die Schüler dann im Unterricht immer so eine Maske tragen müssen. Ja, ich finde das, bin da genau eurer Meinung, das finde ich nicht so richtig, aber weil meines Erachtens noch haben sie uns damals erklärt, dass die Jugend, Kinder, Jugend und die Erwachsenen, die sind die, was eigentlich am wenigsten irgendwie die Ansteckung kriegen können, also die Krankheit. Ich habe mir gedacht, das ist nur bei den älteren Herrschaften so, oder bei den älteren Leuten so, und die Jungen, die sind ja doch am resistenteren dagegen, habe ich mir gedacht, oder wurde uns heute halt so erklärt. Und jetzt da auf einmal tut man Kitas, Schulen, alles zusperren, das ist sehr wichtig, und dafür dürfen Menschen, die was in einem Büro arbeiten, 20, 30, 40 Leute zusammensitzen und da sagt keiner was. Und bei den Kindern, die was eigentlich immer resistenteren sind, von allen Leuten, und die tut man so beschränken, also finde ich nicht wirklich sehr sinnvoll. So, und jetzt kommt natürlich auch ein sehr großer Punkt und ein sehr wichtiger Punkt für mich. Weiß nicht, wer mich kennt, ich will jetzt da nicht unbedingt große Werbung machen. Ich bin ein kleiner Gastronom, ich habe nur so eine Posener Bude, Würstelbude in Freilassing. Und ich muss eins dazu sagen, ich habe
keine Sitzplätze. Ich habe nur Laufkundschaft, die was halt abholen und die Speisen mitnehmen. Grundsätzlich muss ich sagen, es geht mir in dieser Zeit nicht schlecht. Ja? Ich habe meine Leute, die was das Essen holen. Der Umsatz ist natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil natürlich die Leute Kurzarbeit haben oder Homeoffice haben. Ist ganz klar, die fehlen mir natürlich auch. Aber ich muss sagen, es ist so, mich trifft es nicht wirklich. Deshalb ist es noch lange kein Grund, dass ich heute sage, mir ist die Gastronomie oder die Hotellerie vollkommen wurscht. Ja? Gerade im Gegenteil. Ich mache das für dich, für dich, für dich, für dich und für dich. Ja? Und also theoretisch ging es mir nichts an, und ich könnte sagen, ja, tja, mein Gott, warte mal ein paar Jahre, dann habe ich das abgesessen oder dann sind wir alle tot oder nicht. Ja, das konnte die machen, aber ich will das einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, einfach, ich muss einmal was machen und da muss man halt einmal aufstehen und muss einmal anfangen. Und ich kenne so viele Leute, die was sagen, die was nur ja, kritisieren und sempern und sodern, oder wie man so sagt. Aber es ist keiner da, der was einfach sagt, ich habe die Eier in der Hose sozusagen und stehe einmal auf und mache einmal was. Ja. Und da muss man einfach einmal anfangen, so wie heute, dass man sich hinstellt und mit euch allen, die was halt so toll erschienen seid, mal anfangen, mal irgendwo einen Start durchzuführen. Und das haben wir heute gemacht, darum sind wir alle da. Es freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass ihr alle gekommen seid, jeder einzelne. Und ja, ich weiß auch, dass das alle keine Corona-Leugner seid, wie man uns hinstellt. So, und die Gastronomie und die Hotellerie, Industrie, ich finde das einfach ein Wahnsinn, was man da mit diesen Leuten da einfach aufführt. Zuerst lässt man sie Hygienekonzepte erstellen, ja, dann lässt man ein Plexiglas hinmontieren, lässt man sie die ganzen Abstände, nur die Hälfte von den Tischen nur mehr reservieren. Ist natürlich auch klar, dass das dann nur mehr die Hälfte von den Einnahmen sind. Nicht? So müssen sie halt irgendwie durchkommen, die Wirte. Das ist eigentlich total wurscht, weiß ich nicht, keine Ahnung, juckt von den Herren Ministern überhaupt niemanden, wie die leben sollen, die müssen zuspüren einfach, dann wird gesagt, ja, wird Werbung gemacht, macht Urlaub in unserem schönen eigenen Land, ja, dann schmeißt man über Nacht 2500 Gäste einfach raus, weil es um die Ecken kommt gleich der Coronavirus und steckt alle gleich an. Ich finde das einfach als übertriebene Maßnahme und das passt alles irgendwie nicht zusammen. Wie gesagt, dem Schutz ist okay, Herr Minister, bin ich absolut auf Ihrer Seite, aber nur sollte man da vorher einfach irgendwie das Hirn einschalten. Ich meine, der Kopf ist nicht nur drauf, damit man heute da oben nicht reinregt oder so, dass es halt mit der Nase reingeht. Eigentlich ist das schon zum Mitdenken. Und da gab es sicherlich andere, verständnisvollere Sachen, was man da machen könnte. Ja, und dass man dann natürlich da einen Rotzenschwanz hat, nicht? Das, was sich da dann ergibt, weil im Endeffekt, wenn heute der Wirt zusperrt, hat er kein Geld, dass er heute irgendwas ausbaut, umbaut, dann braucht er keinen Elektriker nicht, weil der Elektriker, weiß ich nicht, der lebt auch von der Luft und von der Liebe oder was weiß ich, der muss ja natürlich auch Aufträge haben, ja, jetzt hat der Wirt kein Geld nicht mehr, jetzt sperrt er zu. Dann steht der Elektriker daheim, ja, und die Leute, also die ganzen Leute, wo es der Wirt halt auch hat, der hat ja Angestellte, der hat ja Köche, der hat ja ein Portier, also jedes Hotel oder die Grässenhotel, die haben ein Portier, die haben Putzdamen, die haben alle eine Familie daheim, die müssen irgendwie das Geld rein schaffen. Und dann tut man einfach da sagen, ja, jetzt machen wir da mal schnell zu, ja, wie die dann leben oder wie sie die dann
Ja, ich weiß nicht, wie die dann durchkommen, das ist eigentlich ganz egal, das juckt ja nicht wirklich jemanden. Und das ist halt nicht wirklich richtig, meines Erachtens nach. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich wird es dann einmal so enden, wie es bei den Amis drüben ist, dass man heute sagt, da hat man dann die Gesellschaft so, da gibt es nur mehr Arme und die ganz Reichen halt nicht. Ein Mittelstand wird es wahrscheinlich dann bald nicht mehr, geben, nicht? Weil im Endeffekt wird es dann auch so sein, dass man heute die Reinigungsdame oder der Kellner, der was das Geld heimbringt und Monat für Monat schuftet, dass er sich da das Häusl leisten kann und dann einen Kredit nicht mehr abzahlen kann, dann werden sie da stehen und dann wird sie sagen, ja, jetzt müssen wir das verkaufen und dann wird die Stunde des Herrn kommen, der was halt ein bisschen mehr Kohle eingesteckt hat und wird sagen, boah, das ist ein tolles Angebot, da muss ich gleich zuschlagen und im Endeffekt dann gibt es da die Armen und da gibt es dann die Reichen und so wird das halt dann wahrscheinlich irgendwann einmal enden und ehrlich gesagt, meines Erachtens nach, der Mittelstand ist sehr, 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 sehr wichtig. Kommt mir halt vor. Und was ich eben auch nicht wirklich sehr, sehr positiv, sehr positiv stimmt, ist halt, warum die ganzen Kulturverbände, das Industrie, das wird, warum zum Beispiel darf der Friseur offen haben und das Nagelstudio nicht? Ich weiß es nicht. Gerade im Nagelstudio, ich weiß es, das wird wahrscheinlich die wenigsten da betreffen, aber das sind so kleine Unternehmen, meistens die Friseurin oder die Nagel, sagt man denn da, die Chefin von dem Nagelstudio halt und dann 1, 2, 3 Angestellte und im Endeffekt wird da Plexiglas montiert und Maskenschutz haben sie auf und warum darf dann die Dame, die was da einfach die Nägel macht, mit Abstand, mit Plexiglas, warum darf die da nicht mehr offen haben? Warum muss die zusperren einfach? Weißt du, wisst ihr, und das sind so Sachen, wo ich halt einfach sage, ich weiß nicht, irgendwie ganz wirklich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so dumm oder weiß nicht, kapiert das nicht ganz, aber gut, das ist ja nicht. Und ja, ich habe es eigentlich dann schon wieder bald einmal, ich muss eher anzahlen, weil die Zeit haben wir nicht so. Es ist jetzt zum Abschluss noch Folgendes. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Söder. Ich muss Ihnen eins sagen, ich bin ein Steirer, ich wohne da in Freilassing, ich habe da meine Familie, ich habe da mein Geschäft und am Kopf bin ich vielleicht auch nicht ganz der Dümmste, aber ich sage Ihnen eins, Herr Minister, wie meinen Sie die sitzt da? Glauben Sie wirklich, dass ich so deppert bin und Ihren Wunsch nachgehe, dass ich heute sage, wenn ich da drüben meinen Nachbarn sehe und der macht da eine illegale Party, Corona-Party, glauben Sie wirklich, dass ich so deppert bin und die verpfeif? Er muss halt einmal sein Hirn einschalten und wenn ich heute sage, ich tue die Hotellerie, Gastronomie, ich sperre die ganzen Bars, ich sperre alles zu. Ja, mein, wo sollen denn die Leute hingehen? Die können ja gar nicht. Erwartet der von uns, dass das die Pandemie oder so, die wird jetzt da in, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre anhalten, solange sperren wir alles zu, solange wir alles runterwirtschaften und solange sperren wir die Leute ein, die müssen alle daheim bleiben einfach. Ja, was hält denn der von uns eigentlich? Ich meine, jeder muss einmal aussehen von seinem Loch daheim, möchte einmal irgendwo mit seinem Spezi oder mit seiner Freundin irgendwo hingehen, was trinken und sie unterhalten und ich will nicht einfach da. Ich hab da was gesehen da hinten und der feiert da hinten am Höfe, um Gottes Willen, hoffentlich stecken sie sich gleich alle an, durch, gleich gescheit, weißt du, dass da jeder gehabt hat, weil dann ist es eh vorbei. Aber nur, ich verpfeife auf jeden Fall sicherlich keinen einzigen nicht. Und mir ist das eigentlich, wie gesagt, es ist ja jeder für seine eigene Gesundheit
und für seinen eigenen Körper verantwortlich. Ja? Und wenn ich heute weiß, ich gehe zu meinem Spezi, den was ich so und so kenne, da weiß ich, klar, du kannst in keinen Menschen nicht reinschauen, aber ich werde da voll zu meinem Spezi gehen können, ohne dass ich schlechtes Gewissen habe, ohne dass ich mir irgendwo beim Hintertier reinschleichen muss, wie ein Einbrecher. Ich meine, wo sind wir denn schon? Ich meine, das ist ja nicht normal, oder? Und dann habe ich noch eine Frage an den Herrn Minister, wie er glaubt, oder wie das funktionieren soll. Ich habe das selbst erlebt und das ist eine wahre Geschichte. Ich bin heimgefahren und dann habe ich schon einen Polizeibus entgegenkommen gesehen. Und ich dachte, ich habe sonst an und für sich kein Problem mit der Polizei. Wenn es dich ganz normal verhältst, kann da nichts passieren. Und dann sind sie mir entgegengefahren und ich bin halt vorbeigefahren und dann fahre ich im Sekt rum, dann sehe ich zwei Spätzeln gehen. Ich muss auch dazu sagen, das war beim ersten Lockdown, wo hat es mir Abstandsbeschränkung gehabt und eigentlich Ausgehverbot. Und dann sehe ich zwei Spätzeln gehen mit jeweils einer Flasche Bier in der Hand. Ja. Ich bin auch nicht immer auf den Mund gefallen, bleib stehen, ich habe das Kind und so drei Scheiben habe ich, dann sage ich zu einer, du, das kostet euch jetzt was, gell? Ich habe euch erwischt, wo ist denn da 1,5 Meter Abstand? Dann sagen die zwei drauf, halt die Goschen, sagt man so, halt einfach deinen Mund, ja, uns haben sie gerade angezogen. Sag ich, was? Ja, da sind gerade der Polizeibus da gewesen, die haben uns ankassiert. Dann sage ich, ihr seid ja schon überschuld, gell? Ist Abstand, was ist mit Abstand? Ich meine, das wisst ihr ja doch, nicht? Dann hat er gesagt, ja, und das ist auch meine Frage an den Herrn Minister. Herr Minister, die zwei Spätzeln, das sind Arbeitskollegen, die sind nach der Arbeit, haben sie sich Feierabendbier gekauft, sind am Heimweg gewesen mit dem Feierabendbier, keinen Abstand gehalten, ja, und hat man da einfach abgezogen, ja, die haben sich da sogar gewehrt dagegen, haben dann gefragt einen Polizisten, ja, warum, wo müssen wir jetzt da zahlen, nicht? Wir arbeiten in der gleichen Firma, wir arbeiten auf der gleichen Baustelle, wir sind Fliesenleger, wir arbeiten im gleichen Boot und wir arbeiten 20 cm nebeneinander. Ja, Herr Minister, wie ist denn das jetzt da? Ist das Virus nur privat unterwegs oder ist es beim Arbeiten total wurscht? Ja? Weil im Endeffekt ist es eigentlich Kunst wie Katscht. Ja? In der Arbeit darfst du, weiß nicht, aufeinander sitzen oder Handel halten. Und wenn du heute da heimgehst, und da muss ich schon sagen, auch, es wäre halt ein kleines Fingerspitzengefühl von manchen Beamten da von der Seite der Polizei auch sehr wünschenswert, ohne die jetzt zu bekritteln da, ja, dass man heute sagt, okay, ja, wenn sie in der gleichen Firma arbeiten jeden Tag nebeneinander, dann kann man da mal drüber wegschauen, dann braucht man nicht unbedingt 300 Euro einstrafen, damit man das ganze System wieder finanzieren. Und das meines Erachtens noch war da Bitte an die Polizei, jetzt die, wie gesagt, dem ansonsten sehr gute Arbeit leistet, weil im Endeffekt sind das die armen jetzt kann ich es nicht so sagen, aber das sind eigentlich die armen Schweine, die was das Ganze ausbaden müssen, was unsere Minister und die oberen Obergescheiden auch da beschließen. Ja. Und darum gebt bitte einmal der Polizei einen anständigen Applaus, bitte. Es ist kein leichter Job, ich möchte ihn auch nicht machen, ich möchte mich da auch nicht unbedingt immer jedes Mal ausdenken und vollsudern lassen, wenn ich heute da im Einsatz war als Polizist, das ist auch ganz klar, aber vielleicht konnte man da über manch eine oder andere Kleinigkeit drüber hinwegschauen. So, ja, jetzt habe ich das schon ein bisschen überzogen. Also, wir haben dann... Ich weiß nicht, gut, wenn jetzt jeder so überzeugt wie ich, dann werden wir nicht mehr viel Zeit mehr drinnen haben. Ansonsten hätte man gesagt, wenn noch einer oder andere unter euch vielleicht nur zum Schluss, wenn noch was überbleibt, ein Wort reden mag, dann darf er gerne
zwischenzeitlich vorkommen, wenn er was zum Sagen hat, so insofern, dass es sachlich ist, nicht persönlich, nicht politisch und zum Thema Corona beiträgt, wenn man es noch nicht besprochen haben zum Schluss. So, ich gehe jetzt einmal auf, weil ich glaube, es ist besser so. Gut, ich möchte euch jetzt einen nächsten Sprecher ankündigen gleich. Das ist ein guter Freund, ihr kennt ihn alle. Er ist ein toller Musiker, er spielt aber leider heute nicht. Und ja, er ist sicherlich auch ein toller Redner und er hat ein paar Worte für euch übrig da, zum hört's gut zu. Und in diesem Sinne, danke schon mal für meine kleine Wenigkeit da heraus. Und ich werde noch ein paar Worte mit euch sprechen, wenn man sich alles ankündigen kann. Also, einen tollen Applaus für meinen nächsten Sprecher, an Klausi. Grüß euch alle miteinander. Ich hab das jetzt nicht auf meinem Zettel stehen, aber mir taten so viele Sachen in den Kopf rumgehen, was ich eigentlich alles sagen möchte und sagen müsste. Aber ich möchte heute meine Sichtweise hier euch darlegen. Und normalerweise, ihr wisst es, ich bin eigentlich nur für Stimmung und für Gaudi zuständig. Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich gar nicht stehen, weil ich eigentlich mit meiner Musik eigentlich jeden alles geben mag. Und jetzt muss ich heute leider mal vom Zettel ablesen, weil das habe ich mir alles so schön zusammengeschrieben. Und ich darf mir mal vorstellen, die meisten werden mich kennen. Die, die mich nicht kennen, die werden mich heute noch kennenlernen. Mein Name ist Klaus Melig, bin Familienvater mit 2 Kindern und einer Frau, die immer hinter mir stehen. Bin seit über 20 Jahren Berufsmusiker. Ihr wisst alle, Musik verbindet. Das ist meine Berufung. Jeder weiß, wie schwer es ist, bis man sich das alles aufgebaut hat und einen guten Namen gemacht hat. Von nichts kommt nichts, ja. Es gab in meiner beruflichen Laufbahn Höhen und Tiefen und natürlich auch Existenzängste. Gleich mal vorweg. Wenn mich damals einer gefragt hätte, ob ich mal auf die Straße gehen würde oder noch als Sprecher auf einer Kundgebung fungieren würde, dann hätte ich natürlich Nein gesagt. Aber jetzt stehe ich da. Und es ist sehr wichtig für uns, für unsere Kinder und deren Zukunft. Ich hatte heuer leider einige Schicksalsschläge, die sie auch meine Geldreserven aufgebraucht haben. C'est la vie, so ist das Leben, aber näher geht er darauf nicht ein. Übrigens, ich persönlich habe keine Angst vor Corona und auch nicht von Sterben. Das soll jetzt nichts gegen Corona sein. Das ist meine Darstellung. Ich habe eigentlich von nichts Angst, nur von der Zukunft. Ich gehe auch heute gar nicht auf Corona ein, sondern nur auf unsere Zukunft. Ich spreche heute im Namen aller Betroffenen, wie wir, die Hoteliers und dessen Lieferanten, wie wir, Metzger, Bäcker und so weiter, die als Rattenschwanz mit betroffen sind, die Eventbranche und die Künstler und viele mehr. Im ersten Lockdown hatte ich mich dazu entschlossen, für alle Menschen, die zwangsweise zu Hause bleiben müssen, meine Live-Musik per Livestream über Facebook zu übertragen. Dies wurde auch sehr gut angenommen. Und ich hatte teilweise pro Livestream bis 50.000 erreichte Personen. Meine Fans und Freunde und alle neu weiterhin Zukommenden unterstützten mich mit freiwilligen Spenden, wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin. Ich sage immer, es kommt alles im Leben zurück. Die Kulturtage konnten in Freilassing nicht mehr stattfinden. Deswegen findet zum Beispiel heute, muss ich gleich mal als Werbung sagen, heute auch, wenn Bayern spielt,
Heute der zweite Livestream ab 19 Uhr aus der Lokwelt von Lassingstadt. Unter Facebook Musik, also Musik-Klaus oder per Webseite fancy-party.de könnt ihr da reinschauen und könnt ihr das alles verfolgen. Ich, Murat und sein Fancy-Party-Team und viele Künstler freuen sich heute auf euch. Jeder spricht sich leicht, der regelmäßig sein Geld, sein Gehalt, seine Pension, seine Rente und so weiter bekommt. Wartet mal ab, wenn ihr mal in unsere Lage kommt. Ich wünsche es keinem. Das größte Problem sind die Soforthilfen vom Staat. Sie werden großartig versprochen, aber zum großen Teil nicht geleistet und auch nicht eingehalten. Da braucht man sich eigentlich gar nicht wundern, wenn die Politiker nicht mehr für ernst genommen werden. Wenn zumindest eine gute Soforthilfeunterstützung vom Staat kommen würde, dann hätten viele Betroffene zumindest keine Existenzängste. Wie sieht es in der Wahrheit mit den Soforthilfen aus? Davon kann ich ein Lied singen. Gleich mal vorweg. Mir wurden über 90% meiner Aufträge heuer storniert. Habe bei keinem meiner Kunden eine Stornogebühr in Rechnung gestellt. Das kann man jetzt Anstand oder auch dumm nennen. Erster Lockdown. Auf den zweiten Anlauf hin bekam ich die erste Soforthilfe von 5.000 Euro. Ja, 5.000 Euro, der eine oder andere wird jetzt so, das ist ein Haufen Geld, da kann man viel damit anfangen. Das stimmt. Aber wenn fast meine beruflichen Ausgaben ungefähr in diesem Bereich sind, was sind dann 5.000 Euro? Übrigens, diese Soforthilfen werden über betriebliche Aus- und Einnahmen berechnet. Zum Beispiel, ich habe mich sehr darum bemüht, dass ich wieder Engagements, Aufnahmen in mein Tonstudio und Filmaufnahmen bekomme. Diese Einnahmen inklusive der Spenden haben fast meine Ausgaben gedeckt. Deshalb bekomme ich wahrscheinlich diese weiteren Soforthilfen vom Bund bis 4.000 Euro nicht. Aber von was soll man dann leben? Da wäre jetzt die aktuelle Hergehensweise der Soforthilfe mit 75% der Einnahmen des letzten Jahres sinnvoller. Aber auch nur dann, wenn es vom gesamten Jahresdurchschnitt berechnet wird. Denn wir Musiker und auch wahrscheinlich Gastronomen haben natürlich auch unsere guten Monate. Bei mir sind es von Mai bis Oktober. So ist es halt bei mir. Wo wir dann die schlechteren Monate überbrücken müssen. Somit habe ich die weitere Soforthilfe vom Bund von 4.000 Euro beantragt. Im Mai bekam ich ein Schreiben vom Ministerium, das meinen Antrag vom 3.4. abgelehnt hat, da ich diese Hilfe nicht privat in Anspruch nehmen darf. Daraufhin habe ich am 23.5. einen Brief per Einschreiben wieder mit Widerspruch aufgesetzt, wo ich auch meine monatlichen geschäftlichen Ausgaben auflistete. Der Widerruf war nur per Brief möglich. Bis Ende Juli bekam ich immer noch keine Antwort. Sendete nochmal diesen Brief und habe dazu geschrieben, wo bleibt meine Antwort? Und dann habe ich noch dazu geschrieben, richten Sie Herrn Söder einen schönen Gruß von mir aus. Ich zitiere ihn, wir lassen Sie nicht alleine, doch schon. Leider vergebens. Bis jetzt, müsst ihr euch vorstellen, bis letzte Woche, habe ich immer noch keine Antwort bekommen von meinem Widerruf von Mai. Jetzt versuchte ich die letzte Woche noch per E-Mail mein Glück, wo ich zuvor wegen dieser Soforthilfe, wegen der ersten Soforthilfe Kontakt hatte. Ja, Gott sei Dank. Die zuständige Dame leitete meine E-Mail an ihre Kollegin weiter. Komischerweise musste ich feststellen, dass diese Widerspruchsschreiben ebenfalls dort zur Bearbeitung kommen, wo ich für die erste Soforthilfe per E-Mail Kontakt hatte. Warum jetzt per Brief und dann per E-Mail? Ich weiß ja gar nicht, wo meine Briefe hingekommen sind. Wie soll man mit solchen Hilfen vom Staat überleben können? Schon langsam darf man sich die Frage stellen, was habt ihr eigentlich mit uns vor? Wir
ich ganz besonders möchte eigentlich fordern, eine unbürokratische, vernünftige, überlebensgerechte Unterstützung oder ihr lasst uns endlich wieder unseren Job machen. Das Traurige an dieser Geschichte ist, muss man einfach so sehen, dass die Regierung unser ganzes Geld aus dem Fenster geworfen hat und durch diese Hilfen Deutschland sich jetzt noch mehr verschuldet. Das ist ja eher Wahnsinn. Jetzt möchte ich nur auf weitere Soforthilfen eingehen. GEMA-Mitglieder wie ich können auch Soforthilfe bis 5.000 Euro beantragen. Leider vergebens. Ich bin angeblich kein Notfall. Ich antwortete, wenn nicht ich, wer dann? Kann nicht mal meinen Lebensunterhalt bestreiten. Künstler-Sozialhilfemitglieder wie ich bin in dieser Kasse, können Soforthilfe von 3.000 Euro beantragen. Entfällt aber, wenn man schon mal eine Soforthilfe bekommen hat. Soforthilfe für den zweiten Lockdown. So viel wie ich in Erfahrung gebracht habe, bekommt man für den Lockdown Berchtesgadener Landverordnung keine Hilfe. Angeblich bekommt man erst dann vom Staat eine finanzielle Hilfe, wenn ein Lockdown ausgesprochen wurde. Oktober beschließt die Bundesregierung ein Beherbergungsverbot. Alle Urlauber und Reisende stornierten ihre Buchungen. Somit wurden all meine Kleinaufträge vom Veranstalter ebenfalls abgesagt. Das war vor den Maßnahmen oder wie sagt man, vor den Verordnungen vom Berchtesgadener Land. Genau. Dann wurde das Beherbergungsverbot wieder von einem Gericht gekippt. Dann war schon alles kaputt und die BGL-Verordnung traten auch dann schon in Kraft, die zwei Wochen. Schauen wir mal, was jetzt bei dieser angeblichen unbürokratischen Soforthilfe rauskommt. Jetzt nochmal zu meinem Beruf. Ich habe kein Berufsverbot. Ja, das stimmt. Aber das ganze Jahr hatte ich kleine Auftritte. Davon sind nicht mal die betrieblichen Ausgaben gedeckt. Die abgesagten Veranstaltungen, die auf Ende des Jahres verschoben worden sind, wurden wieder abgesagt. Schauen wir mal, was nächstes Jahr alles abgesagt werden muss. Es ist für die Eventbranche und den Künstlern alles ungewiss. Es ist schon traurig, dass wir nicht unseren Job machen dürfen. Wahnsinn. Und jetzt komme ich dann schon langsam zum Schluss. Ich bin so stolz auf mich und meine Familie, dass wir trotzdem dieser schlimmen Lage und Zeit immer noch positiv denken. Gott sei Dank bin ich so stark und habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Sonst wäre ich einer von denen gewesen, die sich wegen solchen Sachen sich das Leben genommen haben. Traurig, aber wahr. Und ich sage nur eins, es kommt leider, das vermute ich, und meine Vermutungen sind oft sehr gut, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, verrecktes Unterbewusstsein habe, das wo ich schon so, wo schon rattert. Es kommt leider noch der große Bums, der wird kommen. Macht's ab. Außer ihr unterstützt uns alle dabei. Danke. Also, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken, dass ihr alle so super zugehört habt. Danke nochmal für alles. Und ich möchte euch zum Abschluss noch einen Titel spielen. Normalerweise, ihr habt es gesehen in der Zeitung, normalerweise hätte ich ja passend vielleicht dazu Highway to Hell gespielt. Aber das lassen wir lieber, weil sonst wird das ein Startfest und dann kriegen wir Probleme. Aber ich habe ein Lied vorbereitet, das passt auch ganz gut dazu. Es ist normalerweise ein Trompetenstück von einem Musikkollegen, der wo leider auch nicht mehr unter uns ist, der wo vor 2 Jahren gegangen ist, aus dem Tiroler Raum. Und der Titel heißt Echo der Berge. Und das Echo der Berge, das passt zu uns gut dazu, zum Berchtesgadener Land, weil es mir so schön haben und hoffentlich auch alles wieder schön wird und gut wird. Und Echo der Berge, ich sage euch, es kommt alles zurück. Und das spiele ich jetzt mit der Panflöten. Ihr müsst mir verzeihen, wenn die Panflöte nicht ganz stimmen würde, weil ja die Kälte da ist und kann sein, dass sie so ein Instrument verstimmt.
Muss schnell technisch, was vornehmen, gleich. Jetzt müssen wir schnell noch die Panflüten gescheit einschmieren, dass es gescheit flutscht. Ist ein neutrales Öl, wenn das heute noch wer braucht. Zurückbringen. Und gleich mal zur Information noch, wir haben heute wirklich wieder einen super Livestream mit sehr vielen Bands und Musikkollegen und Kabarettisten. Also schaut es euch heute vielleicht noch an. Und jetzt, wie gesagt, erst machen wir ein Stück Echo der Berge. Was? Weil hier geht es ja sowieso nicht, deswegen machen wir das. Naja. Dankeschön an Klausi für seine Rede und für sein tolles Musikstück. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder ein bisschen relaxter bei diesem schwierigen Thema, was wir heute haben. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt der Philipp Schindler, der wird euch auch was Schönes erzählen. Also, viel Spaß.
Servus, grüßt euch zusammen. Wie der Max schon gesagt hat, ich bin der Schindler Philipp, ich komme aus Reichenhall. Bin eigentlich nicht so der große Redner und generell eher ein ruhiger Typ, aber ich bin da so ein bisschen über BGL steht drauf reingerutscht in die ganzen Themen. Bin selber Diplom-Informatiker, selbstständig und habe mich ziemlich intensiv mit Corona und allem drumherum auseinandergesetzt. Und inzwischen muss ich einfach sagen, das, was die Politik macht und das, was Corona ist, das passt aus meiner Sicht einfach nicht ganz zusammen. Und deshalb stehe ich jetzt eben hier, um auch nochmal die Leute abzuholen, die vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind, um eigentlich die guten Nachrichten, die ich habe, wirklich mal unter die Leute zu bringen, weil wir eben nicht das super gefährliche Killer-Virus haben. Also das ist kein Thema, Corona, Covid-19, das ist eine gefährliche Erkrankung, für einige Menschen potenziell tödlich, da müssen wir schon echt aufpassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Millionen Deutsche tot umfallen, wenn wir nichts machen. Das stimmt einfach nicht. Und was mir persönlich noch ein ganz wichtiges Anliegen wäre, was ich 2020 ganz schlimm erlebt habe, was ich so in dem Ausmaßen eigentlich bei uns nicht kenne, ist die Spaltung der Gesellschaft. Weil wir haben echt einen Haufen Leute, die haben noch eine tierische Angst vor Corona und vor Covid. Und man muss diese Angst ernst nehmen. Und manchmal ist die Angst auch berechtigt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Leute, und es werden jeden Tag mehr, die haben eine tierische Angst davor, was passieren könnte, wenn es so weitergeht. Dass man irgendwann nicht mehr in unserer schönen, freiheitlichen, liberalen Demokratie leben, wo jeder mehr oder weniger tun und lassen kann, was er will, solange er anderen nichts Ungutes tut. Also leben und leben lassen, das sind Dinge, die sehe ich inzwischen tatsächlich in Gefahr, wenn es so weitergeht, wenn wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterverfolgen. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier stehe, weil, wie gesagt, ich bin ITler, mir geht es wirtschaftlich ganz gut. Ich habe noch zwei Jungs, die sind im Schulalter, für die stehe ich natürlich auch da, weil was an den Schulen passiert, das geht auch auf keine Kuhhaut mehr. Und ich finde, in so einer Diskussion, da geht schnell mal heiß her. Da ist es einmal wichtig, dass man den anderen auch wertschätzt, seine Ängste ernst nimmt und dann versucht, ihn ein bisschen mit guten Argumenten und Fakten wieder runterzuholen. Und deshalb stehe ich jetzt hier. Also um das mal kurz einzuordnen, SARS-CoV-2 kann Covid-19 auslösen, hat bisher ungefähr 10.000 Deutsche tödlich erwischt, an oder mit, das weiß man nicht so genau, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen an der Stelle. Das ist eine von vielen gefährlichen Krankheiten, die es in Deutschland gibt, die aktiv sind. Auch die Influenza, die echte Grippe, ist gefährlich und kann sehr viele Menschen töten. Auch multiresistente Krankenhauskeime sind sehr gefährlich und töten mehr als 10.000, zum Teil 20.000 Deutsche jedes Jahr. Das hat Corona bisher nicht geschafft und das interessiert keinen. Das sind Dinge, das muss man einfach mal ins Verhältnis setzen. Und weil wir ja auch recht drastische Maßnahmen wieder haben, wollte ich mal ein bisschen versuchen, die Maßnahmen im Verhältnis zu dieser Krankheit, zu diesem Virus zu setzen. Und im März wurde uns ja gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt einen Lockdown, es gibt keine Alternative, er ist, wie es immer so schön heißt, alternativlos. Und da gab es ein paar Gründe dafür und die wollte ich jetzt mal im Einzelnen kurz durchgehen. Also der erste war der, dass Corona unheimlich tödlich ist. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, oder das war die Behauptung von einem Herrn Dr. Drosten, von einem Dr. Ferguson, dass wenn wir nichts unternehmen, 1,5 Millionen oder auch 1,2 Millionen Deutsche sterben könnten. Die sind von der Sterblichkeit von 1,5 bis 3,2% ausgegangen und inzwischen wissen wir aus Dutzenden Studien, von der WHO veröffentlicht, von einem Dr. Ioannidis, der wirklich der meistzitierte Wissenschaftler unseres Jahrtausends ist. Das ist... Also im Vergleich zu dem ist der Drosten auch so einer, muss man mal ganz klar sagen. Und der hat eine Metastudie gemacht, über fast 70 Antikörperstudien und der ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Todesrate weltweit ungefähr 0,2-0,3% ist. Und das sind super Nachrichten. Das Scheißding ist ein Zehntel, ein Fünfzehntel so gefährlich, wie wir anfangs befürchtet haben. Das ist super.
Der zweite Punkt ist, es hieß immer, das Virus ist komplett neu. Das kennt keiner, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Nein, so ist es nicht. Also klar, das ist ein neues Virus, das hat man noch nicht, aber das Virus hat Verwandte. Und diese Verwandten sind schon seit Jahrzehnten, vermutlich seit Jahrhunderten unter uns. Und die meisten unserer Immunsysteme kennen diese Verwandten. Das heißt, das ist nicht ganz so neu und wir haben eine sogenannte Hintergrundimmunität. Fast jeder von uns, so gut wie jeder von uns. Und auch da wissen wir inzwischen aus der Wissenschaft, dass ungefähr die Hälfte aller Infektionen komplett symptomfrei verläuft. Die Leute merken nicht mal, dass sie das Virus haben. Das ist super. Und das hat einen zweiten guten Effekt. Durch diese Hintergrundimmunität und die ganzen Dinge, die da im Hintergrund schon ablaufen, wissen wir inzwischen auch, dass wir nicht 60-70% für die Herdenimmunität brauchen, sondern eher 20-30%. Auch das ist super. Das müssen nicht 60 Millionen von uns durchmachen, sondern 15, 20 Millionen. Ganz genau wissen wir es natürlich nicht, aber wir haben eine grobe Hausnummer, die auch entschärft und weniger kritisch ist. Also auch der Punkt ist nicht mehr so dramatisch. Und dann, das ist ein persönliches Anliegen von mir, was mir immer tierisch auf die Nerven geht, ich bin ja Diplom-Informatiker, da ist ziemlich viel Mathe dabei, ich weiß, was eine Exponentialfunktion ist, das braucht mir keiner erzählen. Und ein exponentielles Wachstum in der Biologie hat nichts mit dem Exponentiellen in der Mathematik zu tun. Bei der Mathematik schießt es in die Unendlichkeit bis auf Billionen deutschen Corona-Arten. So funktioniert das nicht in der Biologie. Und da gibt es so eine nette Sache, das nennt sich Sättigungsgrenze. Das heißt, wir haben eigentlich bei jeder Erkältungswelle, egal ob das eine Grippe ist oder einfach ein Rhinovirus, haben wir erstmal am Anfang der Welle ein exponentielles Wachstum. Das ist erstmal ganz normal und kein Grund zur Sorge. Und irgendwann kommt in Regionen diese Sättigungsgrenze, die einsetzt, zum Beispiel im Freundeskreis oder auch jetzt im Berchtesgadener Land. Und dann nimmt die Infektion automatisch diese Welle an Schwung ab und geht ins Lineare über, stagniert und irgendwann sinken die Fallzahlen ganz von selbst, so wie bei jeder Grippewelle, früher auch. Jetzt ist natürlich eine große Frage, wann passiert denn das? Das weiß auch keiner so genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu unseren Nachbarn in die Schweiz schaue, die haben ziemlich hohe Zahlen, die sehen furchterregend aus für ein kleines Land, das ein Zehntel von unseren Einwohnern hat, aber man sieht, dieses exponentielle Wachstum ist ohne drastische Maßnahmen gebrochen und in ein lineares übergegangen. Die Hospitalisierungen nehmen nicht mehr stark zu, die sind schon fast an diesem Sättigungspunkt in den meisten Kantonen. Und das ist super. Die haben keinen Shutdown, die haben keine geschlossenen Schulen, die haben keine Maskenpflicht im Freien und die haben meines Wissens in den meisten Kantonen aktuell eine Kontaktbeschränkung auf 15 Personen. Da kann man einfach noch normal miteinander leben, ein bisschen aufpassen und dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Danke. Und dann noch der letzte Punkt, den ich als Lockdown-Begründung immer und immer wieder gehört habe, der aus meiner Sicht auch wirklich der schlagendste Punkt ist, wo ich mir auch gedacht habe, März, okay, das macht Sinn, da bin ich dabei. Da geht es um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems, also flatten the curve. Unser Gesundheitssystem im Frühling hat was zum Tun gehabt, wie jeden Frühling, aber eigentlich, wenn man sich das Intensivregister anschaut, da gibt es die Divi-Seite, die ist recht interessant, da war weniger los, als eigentlich im Frühling übrig ist, weil wir alle Leute heimgeschickt haben. OPs, die man aufschieben kann, Krebskranke, bleibt daheim, leidet, ist uns wurscht, wir machen jetzt nur noch Corona. Und deshalb waren die Krankenhäuser relativ leer und viele haben auch ziemlich früh dann Kurzarbeit angemeldet. Hätte natürlich sein können, dass es da Überlastung gibt, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt muss man aber sagen, das war im Frühling, da haben wir es vielleicht nicht genau gewusst, okay, jeder haut mal daneben, kann mal passieren. Jetzt ist Herbst, im Sommer stellt sich noch unser Gesundheitsminister hin und sagt, mit dem Wissen von heute, ja, da hätte es eigentlich den Lockdown so nicht gebraucht. Und wo stehen wir jetzt, was ist jetzt? Die Schulen hatten zu, die Gastronomen haben zu, wir schmeißen unsere Touristen raus, schön ist das nicht. Und auch hier mit den aktuellen Zahlen, ja, wir müssen da ein bisschen aufpassen, aber wir müssen uns mal vergegenwärtigen. Wir haben in Deutschland echt, wir jammern auf hohem Niveau, wir haben ein super Gesundheitssystem, wir haben fast 30.000 Betten auf den Intensivstationen und davon sind auch Stand heute noch über 7.000 frei. Und das ist eigentlich in einem Bereich, der im November normal ist.
Also klar, wir haben nach offiziellen Zahlen fast 3000 Covid-Patienten, aber wie viele von denen tatsächlich Covid haben, ich habe keine Ahnung, ich konnte es bisher nicht rausfinden. Transparenz sieht anders aus. Und dann höre ich es wieder, Bilder aus Bergamo. Um Gottes Willen, bitte keine Bilder aus Bergamo. Natürlich will die hier keiner. Aber in Italien, im ganzen Land Italien mit 60 Millionen Einwohnern, das ist 3/4 von dem, was wir haben, haben die weniger Intensivbetten insgesamt, als bei uns heute noch frei sind. Und da passen die Maßnahmen nicht. Wir hätten sogar noch 12.000 Betten in Reserve. Also das ist, es geht nicht um die Überlastung des Gesundheitssystems. Die ist noch nicht mal am Horizont in Sichtweite. Der Lockdown ist heute, Stand heute, überflüssig. Man kann es nicht anders sagen. Und auch da, das ist einfach eine Sache, der Lockdown ist meines Erachtens heute im November noch nicht zu rechtfertigen. Vielleicht wäre es später irgendwann mal, ich glaube es nicht. Aber wir probieren es ja auch gar nicht. Also wir gehen nicht mal in die Nähe, wo es ungut werden könnte. Und auch da will ich nochmal an die WHO erinnern. Ich meine, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Es hieß immer, wir halten uns an die WHO, an das RKI. Und die Politiker machen das nicht. Die scheißen auf diese Empfehlungen. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Die WHO hat kürzlich empfohlen, dass ein Lockdown das allerletzte Mittel in der Pandemiebekämpfung sein sollte, wenn nichts anderes mehr hilft und wenn wirklich, ich sag's mal auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen ist. Und das ist in Deutschland nicht der Fall und war es auch nicht. Ich schaue gerade, dass ich noch ein bisschen kürze, weil wir sind in der Zeit nicht so gut dabei. Auf einen letzten Punkt wollte ich vielleicht noch eingehen. Das sind die Spätfolgen, weil das ist auch ein Punkt, da haben wir gedacht, also das müssten wir uns schon genauer anschauen, weil das kann natürlich ziemlich ungut sein. Nicht, dass wir jetzt am Ende in einem Jahr alle lungenkrank sind, man weiß es ja nicht. Aber glücklicherweise gibt es auch da tüchtige Wissenschaftler und Ärzte, die schon viel herausgefunden haben. Und nach den aktuellen Erkenntnissen, die natürlich immer ein bisschen leben und sich ein bisschen verändern, sind wir jetzt in einem Bereich, dass ungefähr 10-20% aller nicht Infizierten, sondern aller Menschen, die tatsächlich Covid-19 entwickeln, was ja eh schon eher kleinerer Teil ist, von denen haben ungefähr 10-15% Langzeitfolgen. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber wenn man sich da mal genauer anschaut, was die Langzeitfolgen eigentlich sind, dann geht das wieder. Also ich habe selber mal 2008 die echte Influenza gehabt mit einem relativ schweren Verlauf. Also ich habe zwar nicht ins Krankenhaus müssen, aber ich bin ein paar Tage flachgelegen, wirklich 39 Fieber, ich habe geschrieben. Danach war ich noch eine Woche richtig dreckig beieinander, wie bei einer starken Erkältung, bei einem starken grippalen Infekt. Und bis ich aber wieder Sport gemacht habe, das hat 2 Monate gedauert. Also die ersten Tage danach, also so nach 2 Wochen nach der Infektion, da war ich froh, wenn ich 2-3 Stunden am PC geschafft habe. Und das sind Langzeitfolgen. Auch das sind die gängigen Langzeitfolgen. Das nennt man Erschöpfungssyndrom. Und von diesen 10-20% haben die meisten eigentlich das. Und das hört in der Regel auch nach wenigen Wochen bis wenigen Monaten wieder auf. Also klar, das will keiner haben, aber auch das geht vorbei. Die Daten waren jetzt aus einer Studie aus England. Dann gibt es noch eine kleine aus Innsbruck, die finde ich auch noch wichtig, weil das sollte man nicht verschweigen. Es hieß ja, es gibt viele, die dann vernarbtes Lungengewebe haben und die Bläschen sind kaputt und die Leistungssportler können nie wieder sporteln. Und da hieß es auch, das ist irreversibel. Das fand ich ganz interessant, dass man das gleich nach 2 Wochen wusste, dass das nicht mehr heilt. Das ist eine steile These, kann natürlich stimmen, aber inzwischen kann ich sagen, eher nicht. 3 Monate später haben es festgestellt, dass bei den meisten von denen, also von diesen Betroffenen, die da schwerere Schäden hatten, die Lungenfunktion bereits wieder nahe Richtung 100% ist. Sprich, die meisten von denen können schon wieder mit dem Leistungssport anfangen. Und auch das sind super Nachrichten. Und dann hätte ich jetzt nur den allerletzten Punkt, die unseligen PCR-Tests oder was das eigentlich bedeutet. Also grundsätzlich, so ein PCR-Test sucht nach einem Schnipsel, das Virus-RNA sein könnte, dürfte, sollte. Das kommt auf den Test drauf an, die sind nämlich leider nicht genormt. Und dann schaut man mit dem Mikroskop mit der Vervielfachung so tief rein, bis man den findet. Und das ist halt eben nicht genormt, da gibt es Dutzende verschiedene, manche davon sind wirklich sehr genau und manche sind scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und
Auch da haben wir leider keine Transparenz. Wir haben keine Ahnung, welches Labor welche verwendet, wie gut die sind, wie genau die sind. Und da müsst ihr euch nur mal bewusst machen, wir haben jetzt aktuell, ich glaube, heute waren es 22.000 neue Fälle wurden gemeldet. Spricht man immer von Fällen, das sind diese positiven Tests. Und das heißt aber noch lange nicht, dass diese Personen krank sind. Wie viele davon krank sind, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht, weil es nicht Transparenz gemacht wird. Aber was man so weit sieht, scheint eher weniger als die Hälfte zu sein. Aber das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil wir es eben nicht genau wissen. Und da darf ich auch nochmal erinnern, nur weil man krank wird, heißt das noch nicht, dass es schlimm ist. Weil die meisten, die allermeisten, die krank werden, 80%, 90%, 95%, die haben einfach bloß einen grippalen Infekt, Virenschnupfen, Erkältung, oft nicht mal Fieber. Und dann bleiben noch die 1, 2, 3% schwereren Fälle übrig. Das ist natürlich kein Spaß, da muss man aufpassen. Und auch das sind natürlich meistens Menschen, die schon sehr alt oder sehr immungeschwächt sind. Und die müssen wir natürlich schützen, das ist ganz klar. Alles andere hätte ich jetzt rauskürzt, weil wir zeitlich eh schon recht knapp dran sind. Von dem her danke, dass ihr alle kommen seid. Auch danke nochmal an die Polizisten, da wollte ich eigentlich ein bisschen mehr erzählen. Aber das hat der Max ja schon gemacht. Super, dass ihr so gut aufpasst und hier die Ordnung im Land aufrechterhaltet. Das ist zurzeit bestimmt nicht einfach. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein gutes Wochenende und macht es gut. So, ich schaue aus, seid ihr alle gut drauf noch? Seid ihr alle da? Ja, passt das? Gut. Ja, da ist jemand da. Ich kenne diesen jungen Mann persönlich nicht. Er ist ein Musiker und er hat gesagt, er möchte gerne euch ein kleines Lied vorspielen. Ich habe keine Ahnung, auf was das wird. Also, hallo erstmal. Wie der Kollege schon gesagt hat, mein Name ist Prisk. Ich bin ein Künstler hier aus Verlassing. Und ja, ich will auf jeden Fall mal sagen, mich freut es, dass so viele hier sind. Zeigt, dass die Demokratie auf jeden Fall lebt. Genau. Also ich habe gestern von dieser Demo hier erfahren. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht einen musikalischen Beitrag dazu leisten will. Und ja, also ich bin Hip-Hopper, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. aber ja, Sozialkritik war schon immer Hip-Hop. Und ich finde, es geht darum, dass wir als eine Gemeinschaft agieren. Corona versucht uns auseinanderzuhalten, soziales Distancing zu machen. Aber das sollten wir nicht zulassen, weil wir sind eine Gemeinschaft. Und nur eine gemeinsame Gemeinschaft kann etwas erreichen. Ja. Genau. Und ja, also ich will auf jeden Fall die Botschaft mitgeben, dass wir zusammenhalten sollten, egal was passiert. Egal wie viele noch sich versuchen hier zu solidarisieren und mit Uniform das versuchen zu verteidigen. Scheiß drauf. Wir machen unser Ding, weil wir eine Gemeinschaft sind. So, einmal bitte die drei. Grüße. Wollte ich mal eigentlich ein paar Leute einfach fragen, warum die heute eigentlich hier sind. Warum? Vielleicht die Dame, die gleich hier steht. Wollen Sie vielleicht mal was sagen? Nee. Also, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, aber ich möchte eigentlich schon gerne was sagen. So? Okay. Danke, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin die Michaela. Ich habe ein kleines Kunsthandwerkergeschäft in Reicherheu und haben im Juli erst eröffnet. Wir kriegen überhaupt gar keine Hilfe nicht. Das ist aber jetzt egal. Ich möchte euch leid bloß einfach sagen, die Fußgängerzonen sind so leer, dass ihr jeden Abend warnen könnt, weil keine Menschen mehr auf der Straße sind. Wir haben nur eine Ausgangsbeschränkung. Ihr dürft rausgehen, ihr dürft einkaufen gehen, alle Läden haben geöffnet. Und bitte Leute, kommt
dass wir wenigstens nicht allein im Geschäft drin sitzen und wenigstens draußen auf der Straße ein paar Leute sehen. Es gibt ganz viele, die haben nicht nur die Lebensmittelgeschäfte, es geht um die Kleidungsgeschäfte. Meine Nachbarn sagen zu mir, sie wissen nicht, ob sie nächste Woche noch aufmachen, weil ihr Chef sagt, die Umsätze sind so gering. Es ist einfach nur traurig und irgendwann haben wir überhaupt keine Geschäfte mehr. Leute, geht's aus, wir haben nur eine Ausgangsbeschränkung. Einkaufen ist erlaubt, auch wenn ihr euch eine Hosen kauft. Vielen Dank. Ja, da hat die Dame aber vollkommen recht. Die Fußgängerzonen sind leer. Ich arbeite selber in der Fußgängerzone und also seitdem jetzt der letzte Lockdown sozusagen wieder war, man sieht kaum mehr Menschen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir sollten eine Gemeinschaft sein. Wir sollten uns nicht so sehr beeinflussen lassen, dass wir uns wirklich nicht mehr zu unseren Nächsten trauen. Von Zeit zu Zeit haben wir keine Zeit für Zeit. Ja, okay. Ha. Guck, hey, von Zeit zu Zeit haben wir keine Zeit für Zeit. Trotzdem ist es meistens so, dass uns die Langeweile treibt. Leben in einem riesen Labyrinth, geprägt von Einsamkeit. Manche sehen das Ganze hier als Spiel, doch die meisten sind's als Zeitvertreib. Die Zeit dann bleibt beschäftigt, ganz am Leben lang, weil man sich durch die Medien dran den Stress dann einverleibt. Dazu die Konsumgeilheit, jeder will das neueste Teil. Egal wie viel man hat, da fehlt hat noch eine Kleinigkeit. Hey, wir sind unzufrieden, geben nur einen stummen Schrei. Lassen uns unterkriegen, tauschen unsere Freiheit ein. Während andere den Punkt von ihnen durch uns verdienen. Täglich mit dem Dschungel fliegen, verlangt man von uns Fleißarbeit. Und jetzt sag mir, wo da denn noch die Fairness bleibt? Dein System, das seine Maske nicht mal im Entfernen zeigt. Man kann es lieben oder hassen, doch die Wahrheit bleibt. Dies ist eine Menschlichkeit, die sich nur dem Ende neigt. Wir wollten eigentlich nur frei sein, doch der Preis dafür scheint viel zu groß. Ja, sie wollen, dass wir klein bleiben, doch ich lass sie hängen wie ein Apostroph. Ja, sie wollen, dass wir klein bleiben, und der Preis dafür scheint viel zu hoch. Doch wir lassen uns nicht kleinreden, nein, Dicky, wir setzen den Mittelfinger hoch. Corona zeigt, dass hier alles wieder behindert ist und für freie Geister ihr Platz dahinter Gittern ist. So kam ich zur Erkenntnis, dass das Leben oft beschissen ist und du wirklich nur was reichst, wenn du auch gerissen bist. Viele fühlen sich besser, sehen sie dich unten liegen, denken Gefühle machen schwächer anstatt gut zu lieben. Viel zu viele wollen ihren Rat teilen, doch haben selber faulere Ärsche als die mit deinem Grabstein. Also scheiß auf die, Mann, ich muss weiterziehen. So viele Ziele, aber viel zu wenig Zeit für sie. Ich seh die Zukunft noch verschwommen, Dioptrien. Doch in Gedanken zieh ich Luxus an, Givenchy. Also fix sie mit ihrem neidischen Blick. Distanzier mich von den Fotzen mit jedem weiteren Schritt. Ich zeig, wie einfach es ist, einfach zu sein, wer man ist. Bloß gib auf eure Eitelkeit Fick, guck. Wir wollten eigentlich nur frei sein, doch der Preis dafür scheint viel zu hoch. Ja, sie wollen, dass sie klein bleiben, doch ich lass sie hängen wie ein Apostroph. Sie wollen, dass sie klein bleiben, doch ich lass sie hängen wie ein Apostroph. Guck, es sind zwar wenige, doch unsere Rede bleibt im Endeffekt immer groß. Wir sind Menschen, eine Gesellschaft. Gini! Vielen Dank. Wäre super, ja. So, jetzt nach diesem tollen Künstler haben wir unseren ersten Gastredner. Es ist ein Bürger aus Freilassing. Nein, woanders. Ruppolding, okay? Und er hat ein paar Worte an euch vorbereitet oder im Gedächtnis. Er heißt Eckhard Alfred und bitte, Alfred, sprich zu unseren Gästen. Ja, grüßt euch. Ich bin der Fred, ich komme aus Ruppolding und wollte eigentlich bloß ein paar Worte sagen.
Und zwar bezeichnete diese sogenannte Pandemie nur noch als Krankheit, weil es ist nämlich nur eine Krankheit, das ist weder eine Seuche, noch eine Epidemie, noch eine Pandemie. Und dann frage ich mich, warum so überzogene Maßnahmen gemacht werden, da man sagt, alles machen wir zu, alles schließt man, alles fährt man runter, die ganze Wirtschaft und alles wird kaputt gemacht. Und da sollte man sich einmal Gedanken machen, ob da nicht irgendwas anderes dahinter steckt, als wir diese sogenannte Krankheit oder Pandemie, wie es eben dargestellt wird. Und dann sage ich euch eins, schmeißt den Fernseher raus, dann gibt es kein Corona mehr. Und was ich der Polizei noch sagen wollte, danke erst einmal, dass du aufpasst, aber ich könnte euch noch eins sagen, ich habe nämlich einen Bericht gesehen von der Renate Künast, das ist schon einige Zeit her in YouTube, wo sie eben gesagt hat, die Antifa, die müssen mit viel mehr Geldmitteln gefördert werden. Und das sind die, wo auf die Polizei die Steine schmeißt und die, wo sagen Scheißbullen oder sonst irgendwelche Sachen. Und wir stehen friedlich da auf dem Platz und überall, wo wir demonstrieren, wir sind nicht gewalttätig und gar nichts. Und ihr seid ja auch noch relativ gut, aber man sieht oft Berichte in Berlin, wie es da zugegangen ist mit der Polizei, wo eben gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen wird, die wo friedlich waren. Das hat man eben gesehen und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich weiß, dass ihr nicht auskennt. Ihr macht euren Job, ihr habt euch ein Häusl zum Abzahlen, habt eine Familie, ihr kennt es nicht aus, weil ihr einfach dann auch arbeitslos seid. Aber ich darf euch bitten, wenn es einmal wirklich drunter und drüber geht, dann seid bitte auf unserer Seite, weil es geht so nicht mehr weiter. Und das wollte ich euch einmal sagen, weil ihr gehört auch zum Volk, ihr gehört alle zu uns. Und ihr habt Verwandte, ihr habt vielleicht Bekannte, die wo auch da dabei sind. Und da müssen wir irgendwann mal gewaltsam vorgehen gegen die Leute. Wir möchten friedlich bleiben und wir möchten einen Frieden und wir möchten ein ordentliches Leben haben, so wie es früher war. Und bei diesen blödsinnigen Maßnahmen, was da in die Wirtschaften so weiter ist, die Bedienung, die muss eine Masken tragen, die anderen hucken am Stammtisch beieinander einen halben Meter auseinander. Ja, da fällt nichts. Und das soll man sich mal jetzt gehen lassen. Also das wollte ich jetzt kurz nochmal sagen, weil ich habe einen Veranstalter versprochen, da ist ganz kurz halt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe mal den Mikrofon dazu. Ja, danke schön unseren Alfred Eckhardt für diese wahren Worte. Es ist dem nichts hinzuzufügen. Ja, da war schon einer ganz gierig, dass er sprechen darf. Wir machen weiter im Programm mit dem Steve Senftleben. Ja. Okay, er hat auch ein paar Worte an euch zu richten. Dankeschön. Servus miteinander. Ich bin echt scheiße nervös, muss ich sagen. Ja? Also mal. Macht nichts, gut, sehr schön. Es ist immer was anderes, wenn man so vor der Kamera allein steht und sich das dann anschauen kann und sagen, ja, es war gar nicht so scheiße. Aber hier ist schwieriger. Entschuldigung. Der Ding kommt schon, ich weiß, man kann das hier hochstellen wahrscheinlich. Ja. Super. Ja, vielleicht kennt mich ja jemand, ein paar Videos habe ich schon gemacht bei BGL steht auf. Ist jemand von BGL steht auf hier da übrigens oder seid ihr alle da? So. Sehr schön, cool. Dankeschön. Servus. Großen Dank auch nochmal an Max und Buran, die das angemeldet haben, weil das ist heutzutage auch gar nicht so einfach und man kriegt ganz schön viel Mist auch ab. Also wie wir auch mit der Gruppe schon. Aber ja.
gut, warum bin ich hier und betrifft mich der Lockdown? Ich schaue, dass ich jetzt alles ein bisschen beschleunige, ja, Leute, das ist sonst, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Mich betrifft der Lockdown in keinster Weise, ich habe meinen Fulltime-Job, ich habe mein Nebengewerbe, mir könnte es besser gar nicht gehen, ja, so ist das. Mir könnte das alles total wurscht sein. Ich könnte mal Weiterbildung machen, ich könnte Playstation zocken, Netflix am Abend schauen, mir mal 10.000 Mal lieber, als jetzt hier zu stehen. Also ich stehe jetzt hier gerne, um zu euch zu sprechen, versteht es mich nicht falsch, aber ja, aber der Punkt ist, irgendwann ist mir aufgefallen, hier läuft was ganz gewaltig schief. Und ich habe sowas wie ein krasses Rechtsempfinden einfach. Und wenn ich merke, dass gegen Leute ungut vorgegangen wird, die sich nicht wehren können und sowas, dann muss ich da dazwischen gehen. So bin ich einfach. Und ich habe mal, entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen mehr ablese, aber es ist gerade ziemlich viel zu tun. Wie gesagt, ich bin voll beschäftigt und habe nebenbei mein Business auch noch. Und deswegen, okay. Wenn ich feststellen muss, dass Existenzen ungerechtfertigterweise hier in den Abgrund getrieben werden, Grundrechte meiner Ansicht nach unnötig eingeschränkt werden, schon eine gewisse Entmündigung erwachsener Bürger stattgefunden hat und alte Menschen und Kinder mehr als fragwürdig behandelt werden, dann ist es einfach eben vorbei bei mir. Und so denke ich, ist es auch bei euch hier und deswegen seid ihr hier. Und danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr euer Gesicht zeigt und danke, dass ihr nicht wegschaut. Also von allen von DGL steht auf hier. Dankeschön. Kommen wir jetzt zu meinen Themen ganz schnell mal. Ethische Fragen und Selbstbestimmung ist so mein Ding jetzt, wo ich ein paar Punkte gern aufführen würde. Dass Covid gefährlich sein kann und so weiter, der Philipp hat schon alles gesagt, deswegen lasse ich das jetzt hier weg. Ja? Besser als der Philipp kann das keiner von uns machen, der kennt sich einfach aus wie kein Zweiter. Und ja, und dass man aufeinander Acht geben sollte, besonders in der Grippesaison, Freunde, das ist ganz klar. Und das ist scheißegal, ob das Corona heißt oder sonst irgendwas. Und wenn ich verdammt nochmal krank bin, dann bleibe ich daheim und kümmere mich aus. Und wenn ich krank bin, gehe ich auch nicht jemandem immer zu nahe irgendwo. Das ist ganz normaler Menschenverstand, der uns genommen wird von der Politik und die uns behandeln die ganze Zeit wie Kleinkinder. Und unsere Kinder behandeln die aber scheiße zu anderen Seite, ja? Und irgendwann langt der Dreck. So, jetzt bin ich doch ein bisschen ausgeartet, das ist, wenn ich im Flow bin. Sorry. Okay, also, dass man die anderen Leute schützen muss, besonders Alte und natürlich Vorerkrankte, ist eh ganz klar, ja? Aber folgende Fragen müssten auch gestellt werden dürfen. Nämlich ethische Fragen, ob man das korrekt findet. Darf man Menschen am Ende ihres Lebensabends verbieten, zum letzten Mal ihre Angehörigen zu sehen? Darf man... Ja, da kommt jetzt einiges, Freunde. Also. Darf man diesen Angehörigen verweigern, ihre Liebsten ein letztes Mal in den Arm nehmen zu können, bevor sie von ihnen gehen? Darf man Kindern einreden, dass sie ihre Oma und ihren Opa nicht mehr sehen dürfen, da sie diese umbringen könnten durch den Virus? Darf man Kindern verbieten, miteinander zu spielen? Nein. Muss bzw. musste es sein, dass unsere älteren Mitmenschen im Altersheim oft das Einzige genommen wird oder auch wurde, was sie sozial aufmuntert und gesund hält? Nein. Nämlich der gemeinsame Spaziergang und das Gespräch mit Familienangehörigen und Freunden. Ist es vertretbar, dass angsterfüllte Leute im Krankenhaus nicht mehr Trost bekommen können durch ihre Angehörigen? Bezüglich der Krankenhauskeime hat der Philipp eh schon was gesagt. 20.000 Leute sterben einfach so wegen Krankenhauskeimen pro Jahr in Deutschland. Das kann jeder nachschauen auch und das ist keine Verschwörungstheorie. Und jeder scheißt einfach drauf auf diese Fakten. Tut mir leid, anders kann ich es nicht ausdrücken. Das ist jedem egal. Wenn es nicht in den großen Medien groß publiziert wird, ist jedem alles egal, wenn die Leute sterben oder in Afrika sterben und so weiter. Das kann ja nicht sein. Wir sind immer noch so bei 11.500 Toten bei Covid. Ich bin froh, dass das so wenig ist und dass sich das so als das herausstellt. Aber mein Gott, was soll das alles hier? Und es ist legitim, jemanden bei einer Beerdigung nicht mehr verabschieden zu können, da die maximale Personenzahl schon erreicht ist und man deswegen nicht mehr dazu darf. Nein! Genau. Und findet ihr es normal? Und das weiß ich aus erster Hand. Das sind auch hier zum Beispiel.
dass Menschen über 70 Jahre, ja, die ist über 70 Jahre alt sind, beim Einkaufen angepöbelt werden, weil sie keine Maske tragen, obwohl sie einen Attest haben. Ich finde das nicht normal. Und das meinten wir auch am Flyer mit Diffamierung und Diskriminierung. Das ist unsere Diskriminierung. Diskriminierung ist nie gut, egal um wen es geht. Ganz klar. Logisch. Und jetzt kommen wir ganz schnell zu Fakten. Ich muss jetzt echt ein bisschen vorspulen. Wusstet ihr, dass am Anfang des Jahres in Deutschland mindestens 900.000 Operationen, und diese Zahl ist ziemlich weit unten angesiedelt übrigens, wegen Corona verschoben wurden? Weiß das jeder, dass 900.000 waren? Echt nicht? Ja, weniger aber hier. Interessant. 24% davon waren Krebsoperationen, die verschoben worden sind. Das sind 216.000 Krebsoperationen, die verschoben worden sind. Und man weiß, was Krebs anrichten kann. Und dass da eher früher als später operiert werden sollte und behandelt werden sollte. Bei 216.000 Menschen wurden Operationen verschoben. Und dann frage ich mich, wie kann das ethisch sein und wer darf darüber richten, wer behandelt wird und wer nicht. Jeder Kranke muss behandelt werden und nicht nur der Corona-Patient. Du weißt, wer das veranstaltet? Ich wollte mit dem Quatschen vielleicht. Dankeschön. Von dem Folgeschäden ganz zu schweigen, von der anderen Operation. Ich kenne Leute persönlich aus dem Krankenwesen, die gesagt haben, ich muss die ganze Zeit Leute niederspitzen, die zu mir ins Krankenhaus kommen, weil die nicht mehr können oder sowas, weil die Schmerzen haben. Ja? Und das ist auch nicht lustig fürs Krankenpersonal. Wir haben ja eben. Genau das andere hatte ich schon, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Bezüglich Meinungsfreiheit und Zensur wollte ich ganz kurz noch was sagen. Entschuldigung, ich bin echt nervös hier, das ist so krass. Das letzte Mal war in der Schule, wo ich vor so vielen Leuten, na, war weniger, 30, jetzt sind es 15 und noch im Monat, nicht wahrscheinlich so. Okay, Meinungsfreiheit, Diffamierung und Zensur. Es herrscht also Meinungsfreiheit, findet ihr. Hier nur ein paar Beispiele. Friedrich Pürner, Epidemiologe und Leiter des Gesundheitsamts ja, Eichach-Friedberg bei Augsburg, kritisierte vor kurzem Söders Corona-Strategie. Was passierte? Er wurde strafversetzt. Klar. Der Basketball-Nationalspieler Yoshiko Saibu war auf der Querdenken-Demo am 1.8. in Berlin. Daraufhin wurde ihm umgehend von seinem Verein gekündigt. Ja, auch cool. Der Verfasser der Analyse des Krisenmanagements, das kennt ihr eh, glaube ich, alle. Ich hoffe, dass ihr das alle kennt. Der wird dann auch, kennst du das alle? Kennt auch keiner, oder? Du bist mir klar, dass du es kennst. Ja, ich kürze ab, sonst darf kein anderer mehr reden und es wäre schade drum. Polizisten, die sich außer Dienst kritisch zur Corona-Lage äußerten bei Veranstaltungen, wurden auch entweder gleich ganz suspendiert oder zwangsversetzt. Und das sind auch Fakten, deswegen darf auch kein Polizist irgendwas sagen fast, weil er Angst haben muss um seinen Job. Und was ist das für eine Gerechtigkeit? Die Leute sind auch ganz normale Leute, wie du und ich, wenn sie ihre Uniform nicht anhaben. Und müssen dann Angst haben, wenn sie laut werden, oder was heißt laut werden, aber irgendwie der Kritik äußern. Das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist Zensur. Und wie es mit anderen Experten umgegangen ist, ist uns, glaube ich, auch klar, dass ja, jeder Fake News praktisch. Im Endeffekt hatten die übrigens alle recht im Nachhinein, nach der ersten Welle. Die hatten alle recht, verdammte Scheiße. Und werden jetzt immer noch gehandelt als die Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ja, das finde ich super. Sagt, Bundesverdienstorden bekommt der Drosten. Ist eigentlich mal wieder total falsch gelegen, aber kriegst einen Bundesverdienstorden dafür. Also, Entschuldigung, aber da ist doch was faul, oder? Entschuldigung. Genau. Ich muss jetzt echt hier, ich hätte viel mehr. Die Frage ist aber trotzdem zum Beispiel, warum Zensur stattfindet. YouTube akzeptiert zum Beispiel jetzt nur noch Meinungen, die den örtlichen Gesundheitsbehörden entsprechen oder der WHO, ja, da ist dann auch die Frage, wo ist dann bitte dieser wissenschaftliche Diskurs dann noch? Wo kann das stattfinden? Wo kann ich mich informieren, wenn alles zensiert wird? Nirgends mehr. Das wird schwierig, das wird echt schwierig. Und Facebook löscht Beiträge von Ärzten, die anderer Meinung sind, oder legt Faktenchecks drüber,
die meistens überhaupt nichts aufklären übrigens. Ihr müsst euch die mal genauer durchlesen, bitte, und dann sagen, hat da ein Faktencheck was ausgehebelt oder nicht, ja? Und auf der anderen Seite werden aber Beiträge, wir hatten es eh schon mal kurz davor, und das habe ich zum Beispiel auch auf dem Handy als Screenshot, falls jemand sehen will, von der internationalsozialistischen Antifa, die von der SPD und den Grünen hauptsächlich vorrangig befürwortet werden, ja, die dürfen öffentlich zum Beispiel sowas hier posten. Und jetzt zitiere ich 1:1, das ist nicht echt überhaupt nicht meine Meinung, gell? Ich sage, will ich nur ganz klarstellen, dass die Polizei jetzt gleich hierher kommt und mich hier runterführt, ja. Aber die dürfen einfach öffentlich sagen, aber schön gegendert natürlich, weil das ist ja ganz wichtig. Ja. Die dürfen sagen, Fridays for Future bringt es auf den Punkt. Polizist, Polizistinnen ist gleich Mörder, Mörderinnen. Und außerdem meist Hitler-Fan und Faninnen. Und sowas wird nicht rausgelöscht, sowas ist öffentlich. Die arbeiten zum Teil zusammen mit der SPD und den Grünen. Ihr wollt's mir? Das geht nicht, das darf man nicht sagen. Man darf nicht jeden Polizisten, man darf niemanden über einen Kamm scheren. Polizisten sind da, um was Gutes zu tun. Genauso wie Krankenpfleger, Rettungsdienstfahrer und Ärzte. Wo kommt es her, dass man meint, dass die einem was Böses wollen grundsätzlich? Das ist nicht wahr. Okay, ich komme zum Ende, Freunde. Für mich, Demokratie heißt Mitbestimmung. Demokratie heißt Zuhören. Demokratie heißt freie Meinungsäußerung. Entschuldigung. Gesetze sollen für den Schutz aller sein und nicht zu der Unterdrückung des Volks. Und um die Demokratie steht es gerade alles andere als gut. Grundrechte sind Grundrechte und dürfen nur unter wirklich haltbaren Fakten eingeschränkt werden. Dies sehen wir auf Basis der Datenlage als nicht gegeben. Auch nur mal, um es klarzustellen, ich bin weder ein Rechter, ich bin weder ein Impfgegner oder sonst irgendwas, als was man heutzutage immer bezeichnet wird, sobald man irgendwas gegen die Maßnahmen vom Staat sagt. Und das muss endlich aufhören, dieser Blödsinn. Und ich gehöre auch nicht zu irgendeiner Partei und nirgends dazu. Das Einzige, wo ich dazu gehöre, ist BGL, steht jetzt auf und wir sind unabhängig. Und was in den sozialen Medien und überall über uns behauptet wird, ist totaler Rotz einfach nur zum Teil. Jeder darf bei uns auf dieser Plattform, deswegen ist die Gruppe privat, sagen, was er will. Und es muss endlich eine Meinungsfreiheit hier und es muss her, dass ein gesundes Miteinander wieder stattfindet, wo jeder dem anderen zuhört. Dann kann man immer noch sagen, seine Meinung ist aber total doof und überhaupt nicht untermauert. Ist alles cool, ja? Aber das andere funktioniert nicht. Wir müssen endlich wieder zusammenrücken und wir dürfen uns nicht spalten lassen, was die ganze Zeit immer wieder passiert. Ja. Und nachdem wir ja hauptsächlich in der Wirtschaft da sind, wer denkt, dass unser Gesundheits- und Rentensystem nicht mit der Wirtschaft zu tun hat, der denkt ebenso, dass ihn ein Fetzen vor dem Gesicht vor einem Virus beschützt. Ich tue das nicht. Und als letztes will ich abschließen mit einem Zitat von Benjamin Franklin. Richtig wiedergegeben, es wird auch falsch wiedergegeben. Jene, welche elementare Freiheit aufgeben, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Vielen Dank an euch und als nächstes kommt der Florian Obermüller. Ciao. Bin ich schon wieder zu klar. Ja, danke schön für diese tolle Ansprache. Jetzt kommt die Joelle und Joelle hält sich kurz, hoffentlich. Das ist jetzt nicht meine erste Demo, die ich besuche, aber es ist die erste Demo, an der ich was zu sagen habe. Und zwar habe ich in letzter Zeit auf sämtlichen Demos viele Argumente gegen die Maßnahmen gehört. Viele Gegensprüche, also sinnfreie Sachen, die irgendwo verpflichtend in die Welt gesetzt werden. Was mir total fehlt, ist die Aufklärung der Menschen, die in den Medien, im Mainstream gefangen sind und vor Angst wie gelähmt zu Hause sitzen. Menschen, die nicht vor die Tür gehen, die nicht in die Fußgängerzonen gehen, die nicht einkaufen. Weil sie Angst haben, weil sie Angst vor der furchtbaren Erkrankung. Nein, geht nicht, doch geht. Also die wirkliche Angst vor diesem Virus haben. Aber nichts, wenn sie wollen. Hallo, hallo, geht wieder. Gut, also nochmal. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich habe schon kein Konzept, jetzt habe ich gar keins mehr. Also, es geht darum,
die Fußgängerzonen, die leer sind, die Menschen, die nicht mehr einkaufen gehen. Ich sehe aber da zwei Arten von Menschen. Die einen, die von Angst gelähmt zu Hause bleiben, und die anderen, die keinen Bock haben, mit einer Maske in ein Geschäft reinzugehen. Dazu zähle ich mich auch. Ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege Atemnot, ich kriege Panikattacken, ich kriege Schweißausbrüche. Okay, es liegt auch vielleicht ein bisschen an meinem Alter, die Schweißausbrüche, aber es stresst mich einfach. Also bleibe ich zu Hause. Was natürlich kontraproduktiv ist für die Wirtschaft. Aber ich sehe ja, es sind immer mehr Menschen, die hier stehen. Die stehen nicht hier, weil sie wissen wollen, was dieses Virus ist. Die Menschen, die hier stehen, die sind aufgeklärt. Die wissen, was los ist. Mein Appell an euch ist, geht jeden Tag hin und versucht, einen Menschen mit Angst aufzuklären. Nehmt dem Menschen die Angst vor dieser Erkrankung. Gebt den Menschen eine Alternative, wie sie gesund bleiben. Frische Luft, gesundes Leben, Treffen mit Freunden, Spaß haben macht gesund und nicht krank. Und wer war das mit dem R-Wert? Ich finde, wir müssen den R-Wert mindestens auf 2 bringen. Wenn jeder jeden Tag 2 Menschen überzeugt, dass das alles hier eine Plandemie ist und keine Pandemie, dann werden wir immer mehr. Dann sind wir gleich so viele, dass keiner mehr uns was kann. So. Ich danke fürs Zuhören, das war mir wichtig. Danke, Joel. So, und jetzt kommt die Alessandra. Sie wird doch auch hoffentlich was Kurzes erzählen. Ich bin die Alex und ich wollte mich als erstes bei jedem Einzelnen hier von euch bedanken, dass er die Situation gerade sehr kritisch hinterfragt. Es ist so wichtig, in dieser Zeit aufrecht zu gehen und den Kopf nicht hängen zu lassen. Mich persönlich betrifft Corona gleich 2-mal. Einmal als alleinerziehende Mutter von 2 Söhnen und zum zweiten als Firmeninhaberin. Okay. Ich betreibe seit 4 Jahren eine Hotelreinigungsfirma in Berchtesgaden. Wir betreuen 5-Sterne-Hotels von Salzburg bis nach München. Am 15. März hatte ich noch ein gesundes mittelständisches Unternehmen mit 42 Angestellten. An diesem Tag bekam ich einen Anruf von meinem größten Kunden, ein bekanntes Thermenhotel in Erding. Sie wurden soeben staatlich geschlossen. Es betraf ab dann jedes einzelne Hotel im ersten Lockdown. Ich bin auch super nervös, gell? Fast gleichzeitig hörte ich Frau Merkel im Fernsehen sagen, ich dürfte meine Mutter nicht mehr besuchen. Und was soll ich sagen? Da erwachte in mir die Verschwörungstheoretikerin. Niemand verbietet mir, meine Mutter zu sehen. Ich habe dann sofort Kurzarbeitergeld für meine Mitarbeiter beantragt, weil man ja dachte, es geht schon irgendwie weiter. Im Juni, also 3 Monate später, durften wir dann erst wieder arbeiten. Viele meiner langjährigen Kunden mussten die Verträge mit uns sogar ganz aufkündigen, da ja auch ein Reiseverbot verhängt wurde und viel zu wenig Gäste da waren. In diesen 3 Monaten liefen aber alle Verträge, Autoleasing, Steuerberaterkosten, Meeting, Versicherung und Privatkosten bei mir weiter. Und das Ganze ohne Einnahmen. Die Hilfen, die kamen, waren Tropfen auf dem heißen Stein. Also ging auch alles Ersparte mit drauf. Aber das Allerschlimmste war, dass ich aufgrund der Schließung der Hotels 39 Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken musste. Also 39 Menschen mit Familie, die teilweise jahrelang bei mir gearbeitet haben und sich nichts und nie etwas bei uns zu Schulden kommen haben lassen. Dann haben wir mit 3 Mitarbeitern versucht, die Firma über Wasser zu halten bis zum 20. Oktober. Naja, und dann? Dann kam der 2. Lockdown vom Söder, nur für das Berchtesgadener Land. Ein Lockdown aufgrund von positiv Getesteten, denn im Krankenhaus lag zu diesem Zeitpunkt genau einer auf Intensivstation. Dieser Lockdown dauerte 14 Tage und ging dann in einen Lockdown light deutschlandweit über. Also für meine Branche heißt das, seit 4 Wochen ohne Einnahmen zu sein. Und auch sonst kamen keine Hilfen in diesem Monat.
Es wurde mittlerweile zwar wieder Hilfen angeboten, aber auch die können nicht aufhalten, dass wir uns aktuell in einer Weltwirtschaftskrise befinden. Das betrifft die ganze Welt, nicht nur uns Deutsche. So wie mir geht es vielen Selbstständigen und Freiberuflern auf der ganzen Welt. Die haben also meine Firma, die ich mir 4 Jahre hart aufgebaut habe, in 8 Monaten zugrunde gerichtet. Und da muss doch die Frage an den Herrn Söder und an den Landrat Kern erlaubt sein. Von was, meine Herren, soll ich meine Kinder jetzt ernähren? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Und wieso spricht hier keiner von Insolvenzen oder Arbeitslosenzahlen? Die drücken uns, den Mittelstand, in die Arbeitslosigkeit oder ins Hartz IV. Aber gerade der Mittelstand hält doch dieses Land am Laufen. Es ist meiner Meinung nach ein gezieltes Zerstören der Wirtschaft und des Mittelstandes. Und da kann man nicht mehr wegschauen. Wenn es sich hier wirklich um so eine gefährliche Pandemie handelt, dann will ich wissen, wieso mein Geschäft geschlossen bleiben muss, während ich aber meine Kinder zur Schule schicken soll. Was in Deutschland seit 8 Monaten abgeht, ist in meinen Augen mehr als Unrecht. Und wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich bitte jeden, der merkt, dass hier was nicht stimmt, aufzustehen und sich an dieser Spaltung im Volk nicht mehr zu beteiligen. Denn hier unten, das haben wir alle gleich. Und noch ganz kurz zur Facebook-Gruppe. Die habe ich gegründet, um auch kritischen Stimmen im Berchtesgadenerland eine Plattform zu geben, wo sie sich austauschen können oder um verzweifelte Menschen in dieser schweren Zeit auch mal eine Hand zu reichen. Wir stehen für freie Meinungsäußerung und zensieren deshalb sehr, sehr wenig in dieser Gruppe. Wir bitten davon abzusehen, uns politisch einzustufen und uns stattdessen als freie, selbstbestimmte Menschen zu sehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin auch ein Mitbegründer der Gruppe BGL steht auf. Das ist Wahnsinn, was sich hier entwickelt hat. Aus heimlichen Gassigehen zu fünft. Jetzt hier so eine Riesenmasse. Also ich bin da schon fast schon sprachlos. Danke dafür. Ich darf mich vorstellen, ich bin Papa von 3 Kindern. Ich bin selber Betroffener von Corona. Ich bin gelernter Parkettleger, bin in die Hotellerie reingerutscht. Hotellerie sagt ja jetzt schon alles. Also ich bin arbeitslos mit 3 Kindern aktuell. Ich bin sowas, was die Gesellschaft als Verschwörungstheoretiker nennt. Also so schauen wir aus. Wir sind ganz normale Leute. Ich wurde gebeten, hier auch was zu sagen, weil ja in unseren Kreisen gelte ich mit viel Hintergrundwissen. Für mich ist halt ein bisschen schwierig, weil jedes Schlagwort würde ein neues Thema aufmachen. Und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, die Rede von Robert Kennedy Jr. nochmal vorzutragen, der in Berlin gesprochen hat, was in unseren Medien ziemlich untergegangen ist, was ich finde. Und das darf nicht sein. Klar ist dieser Herr Robert Kennedy Jr. In der Öffentlichkeit schon verrufen, aber das ist ja kein Zufall, wenn man das System kritisiert, dass man in der Öffentlichkeit verrufen wird. Da muss man nicht kalt gemacht werden, sondern nein, man muss nur Leute finden, die genug Finger auf diesen Herrn zeigen und schon ist die Meinung nichts mehr wert. Also ich lese jetzt mal vor, das ist der Text der Rede von Robert John F. Kennedy Jr. In den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5000 Nazis zu sprechen. Und morgen werden sie genau das bestätigen, dass ich zu 5000 Nazis geredet habe. Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. Menschen, die eine andere Regierung wollen. Menschen, die Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regeln erlassen. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharmalobby und den eigenen Profit. Das ist das Gegenteil von Nazitum, ist das. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Regierungen lieben Pandemien und sie lieben aus den gleichen Gründen, aus denen sie den Krieg lieben, weil sie in der Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden.
to create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. I'll tell you something. It's a mystery to me. At all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades, planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Sie denken sich alles nur auf. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir diese Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. Sie haben nicht einmal einen zuverlässigen PCR-Test. Darin, worin Sie gut sind, ist Angst zu erzeugen. Sie haben damals Hermann Göring gefragt, wie Menschen den Nazis folgen. Er hat gesagt, ganz einfach, das hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus, in der Demokratie. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir müssen den Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Vor 50 Jahren kam mein Onkel John F. Kennedy nach Berlin. Berlin war die Front gegen den Totalitarismus. Und heute ist es wieder so. Berlin ist die Front gegen den Totalitarismus. Und deshalb sage ich heute wieder stolz, ich bin ein Berliner. Und ich möchte noch etwas sagen. Sie haben keinen guten Job gemacht, die Gesundheit des Volkes zu schützen. Aber Sie haben einen guten Job gemacht, um 5G in unsere Gemeinden zu bringen. Und Sie haben den Anfang geschaffen für eine digitale Währung. Und das ist der Beginn für eine Sklaverei. Denn wenn Sie eure Bankkonten kontrollieren, kontrollieren Sie dein Verhalten. Wir sehen alle die Werbung im Fernsehen, die sagt, 5G kommt in eure Gemeinde. Und sie sagen, dass 5G überall hingebracht werden soll. Dass es unser Leben so viel besser machen wird. Und die Gefahr ist, dass wir 5G einfach akzeptieren. Und nur weil wir ein Video in 5 Sekunden herunterladen können, statt in 16 Sekunden. Und sie geben Billiarden von Dollar aus für 5G. Der Grund sind Datensammlungen und Kontrolle. Es ist für Bill Gates, für Zuckerberg, für Lisa, nicht für uns. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus überwachen. Und sie nutzen das, um uns auszuspionieren mit der Gesichtserkennung. Die ganzen Smart Devices, das ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und die Datensammlung. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Sie nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, zu kontrollieren. Sie nutzen das, um den gesamten Wohlstand der Bevölkerung an eine Handvoll der Elite zu transferieren und zu verarmen. Das Einzige zwischen unseren Kindern und denen sind diese Menschen, die nach Berlin gekommen sind. Und wir rufen ihnen zu, ihr bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere Kinder nicht und wir retten unsere Demokratie. Vielen Dank. So, und jetzt kommt noch der Peter. Der Peter hat noch ein paar Worte an euch zu sprechen. Bitte, ganz kurz. Ganz kurz, hallo, mein Name ist Peter. Ich habe zwei Kinder. Ich gehöre einer Elterninitiative an, die gegen die Maskenpflicht vorgeht. Und ich möchte hier heute aufstehen für die Kinder, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und ich finde es ein absolutes Verbrechen, Kinder mit Masken in die Schule zu schicken.
Das Ganze ist evidenzfrei. Es gibt keine Beweise dafür, dass Kinder in irgendeiner Weise an dieser Pandemie beteiligt sind. Deswegen fordere ich alle Eltern auf, gegen diese Maskenpflicht vorzugehen. Geht in die Schulen, steht auf für eure Kinder, für die Zukunft. Danke. Ja, danke für diese wirklich wahren Worte. Die Kinder, unsere Zukunft. Beschützerinstinkt einstellen und das letzte Wort, wir sind vielleicht alt, aber nicht blöd. So, und jetzt kommt noch mal der Schorschaffer, der hat auch noch ein paar Worte und dann... Servus beieinander, eigentlich ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, darum sage ich auch noch was. Ich bin mir sicher, dass wir noch nie so angelungen und verarscht worden sind von unserer Politik wie jetzt. Es ist ein Wahnsinn. Die Politiker dürfen zu uns alle, normale Menschen, dürfen sagen, dass wir Rechtsradikale sind, dass wir Idioten sind. Wenn ich da so schaue, die dürfen uns sagen, wie wir uns zum Hinstellen haben. Genau 1,50 Meter auseinander. Ein Wahnsinn, dass wir uns sowas gefallen lassen. Ich komme aus Anger. Wir haben einen Bio-Bergbauernhof mit einer kleinen Gastwirtschaft dabei. Könnt ihr euch alle Dinge, wie es uns geht damit. Aber um das geht es heute nicht. Ich bin mir sicher, dass mit den Masken, dass das Allerungesündeste ist, was man machen kann. Im Sommer, im Herbst, jetzt, wenn es schon wieder ist, mit der Maske im Freien um den Anlaufen, besser schädigen, glaube ich, kann man einen Menschen nicht wie mit ihm. Ich bin mit dabei bei der Querdenkengruppe Kinga Roberti Winkel. Wir machen alle 2 Wochen in Traunstein eine Demo am Stadtplatz. Und da möchte ich euch einladen, deswegen bin ich auch da. Nächsten Samstag um 3 Uhr Nachmittag ist die nächste Demo. Und da ist unter anderem der Professor Christian Greis da als Redner. Der ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Der ist ein hervorragender Mann, ist immer im Dienst und traut sich Sachen sagen, die wirklich gesagt werden. Und der ist am Samstag da. Er war auch vor 2 Wochen bei uns an der Veranstaltung da. Und da haben wir auch Filmaufnahmen gemacht. Könnt ihr gern nachschauen. Unter www.querdenken861 ist der Vortrag drauf. Es ist ein super guter Vortrag und wert zum Anschauen. Dankeschön fürs Zuhören. So, jetzt ist es kurz vor 3. Ich würde euch jetzt ganz einfach förmlich entlassen, mehr oder weniger. Ja, nicht wieder beim Wirten vorbeischauen, weil der hat es uns auch schon zu. Und ich danke euch allen fürs Kommen und es ist wirklich toll, dass wir alle so einigermaßen der gleichen Meinung sind. Und ich habe noch an Herrn Söder etwas mitzuteilen, das wird das letzte Satz sein dann. Er soll einfach ein bisschen mehr mitdenken, dass infiziert heißt nicht gleich tot. Und er sollte bitte das unser Steuergeld, das was wir bezahlen, sollte er lieber, anstatt dass er das in die Rettung von Fluglinien steckt, die was Millionen verschlingen, das sollte er lieber in unser Gesundheitssystem investieren, soll Intensivbetten anschaffen, soll Personal anschaffen, dann hört man den ganzen Druck nicht, weil im Endeffekt ist es jetzt so, dass man einfach sagt, ja, der hat Abstand halten und der macht die Beschränkungen alle, weil
die Corona-Zahlen wieder plötzlich alle nach oben steigen, die Intensivbetten werden belegt und dann haben wir ein Desaster da. Und deshalb sage ich einfach, er soll einfach das Personal und die Intensivbetten erhöhen und dann hätten wir wahrscheinlich viel weniger Stress mit dem ganzen Zeug. Ja, ich danke fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder mal bei der nächsten Veranstaltung. Ist jetzt echt geile People und lasst euch nicht untergehen, bleibt gesund und wir sehen uns. Dankeschön. Ja. An meine Ordner, ich bräuchte die Westen wieder zurück fürs nächste Mal. Ihr müsst dann alle jetzt leider gehen. Also, wir bleiben ja noch ein bisschen, aber offiziell ist vorbei und wir spielen jetzt nur noch zwei Songs von Chris Gabriel, aka Good Vibes Gabriel, ja genau, die er extra zum Thema Corona geschrieben hat, während ihr quasi langsam euch auflösen dürft. Aber nur, dass ich ihn ansage, den hätten wir vorher schon eingeplant, er konnte nicht persönlich da sein. Aber dass ihr wisst, was war. Moment, ich gebe mal weiter. Tschüss, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Da links hinten, wollte ich noch erwähnen, steht eine kleine Spendenbox, vielleicht ist der ein oder andere Euro drinnen. Das Geld wird dazu hergenommen, damit man eben das Equipment da und das alles irgendwie organisieren kann für die nächste Veranstaltung. Ich würde Danke sagen und ja, kommt's gut nach Hause, danke.